So, Leute. Ich habe jetzt gerade im Internet gelesen. Wir stehen an gleicher Stelle. Ich habe das Spiel nicht unterbrochen. Aber ich habe etwas herausgefunden. Nämlich, dass ich da anscheinend tatsächlich etwas übersehen habe. Ich habe es noch nicht getestet. Ich werde es jetzt mit euch zusammen das erste Mal machen. Und dann schaue ich mal, ob es wirklich so ist. Denn es wurde gesagt, dass man hier in diesem Haus, nachdem man den Computer zerstört hat, sozusagen, noch weiter kommt durch eine Tür. Und dass die Geisel, die da vorne immer gehockt hat, gar nicht die zweite Geisel sein soll. Also die gar nicht die zweite Geisel ist. So, das Ding hat aufgehört zu sprühen. Ich gehe jetzt einfach mal rüber. So. Und jetzt soll es von hier aus weitergehen. Durch eine Tür. So. Wenn das die Tür ist, das ist die Tür. Ich werde verrückt. Also, ich weiß nicht, ob ihr es auch so seht, aber das, die Tür war ja nicht irgendwie erleuchtet oder irgendwie sowas. Das sieht so aus wie die Wand. Jetzt ist sie wieder zu... Seht ihr das? Seht ihr das? Würdet ihr wissen, dass es hier weitergeht? Also für mich war hier Sense. Für mich war das hier Wand. Das ist ja unglaublich. Also hier durch die Nacht, durch das Nachtsichtgerät könnte man vielleicht erahnen. Aber dann könnte das ja auch eine Tür. Das ist auch eine Tür. Oh Gott, das ist sogar hier ein Eingang. Naja gut, dann wäre es ersichtlich, wenn wir hier von hier gekommen wären. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Naja, es ist ja nichts Großes. Ich weiß jetzt nur, dass das nicht am Spiel liegt, dass das Spiel keinen Bug hat, sozusagen. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Weiter habe ich auch nicht gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wer hier kommt. Ich weiß nur, dass ich mit dem Leben wahrscheinlich schlechte Karten haben werde. Ich hätte jetzt also auch erstmal gerne Schutzweste. Ich bin jetzt mal leise. Da höre ich eine Frau winseln im Hintergrund. Das wird wahrscheinlich die zweite Geisel sein. Und das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht mit dem Leben. Geisel befreit. Auftrag ausgeführt. Aktionsversuchen, um die Tür zu öffnen. Soll ich jetzt fliehen einfach? Nein, das macht doch keinen Sinn. Noch eine Tür zu öffnen. Scheiße. So, komm Leute, Betäubungsgas. Ich hatte es zwar noch nie eingesetzt, ich halte das, glaube ich, erstmal für Schwachsinn. Aber... Okay, das ist eine Flashnade. Hatte ich nicht noch Betäubungsgas hier? Betäubungsgranate. Warum werde ich denn dadurch geflasht? Ich war doch gerade hinter der Ecke. Nächster Versuch. Kann ich wieder sehen, ja. Oh, Leute, das gibt's doch gar nicht. So, letzter Versuch. Das ist unnötig, also... Wie soll ich das denn machen? Ich kann mich nochmal umdrehen. Ich versuche es nochmal mit der letzten Betäubungsgranate oder was weiß ich, was das für ein Ding sein soll. So, und jetzt rein da. Zivilisten ums Leben kommen. Oh. Die Alte hat dahinter gehockt. Ich drehe durch. Ich habe echt, also, beileibe, das ist Schweinearbeit. Das nochmal zu spielen jetzt. Das, wonach Sie suchen, ist sicher in meinem... Wir wissen ja, wo es jetzt weitergeht. Das ist ärgerlich. Aber es nützt nichts. Ich werde jetzt einfach auf die frontale Art nochmal versuchen, da durchzugehen. Das heißt, Nachtsichtbrille auf und raus da. Ja, es geht natürlich auch ums Leben, das ist klar. Aber was soll ich tun? Ich rush jetzt einfach durch, weil das Ganze sonst auch zu lange dauert, finde ich. Da hinten sehe ich noch jemanden. Ich versuche jetzt einfach alles skrupellos umzubringen. Kurze Pause, einmal rasten.
um die Brille wieder aufzuladen. Ja, da hinten sehe ich noch einen. Gut, gutes Timing. Nachladen, ja, er ist gekränkt. Und tschüss, das war's. Munition aufsammeln, brauchen wir ja. Brille aufladen. Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ich wünschte, es wäre gleich so gegangen. Aber manchmal kommt es eben anders. Yatsu, was geht denn noch? So, kenne ich. Ich weiß, dass ich dich gerettet habe. Und weiter geht's. Schutzweste habe ich noch da liegen. Sehr schön. Im Moment sieht es noch gut aus. Jetzt wird es gleich wieder losgehen. Man hat mich gehört, ich weiß. Und das war's. Ein Schuss vom Sniper. Und schon ist der ganze Schutz weg. Ich würde es gern hier durch. Und versuche erstmal den Sniper zu töten, weil der ist wirklich sehr, sehr stark. Und das möchte ich mir nicht nochmal antun. So, das war's. Der ist weg. Jetzt bringe ich mich erstmal in Sicherheit und ziehe mir die Schutzweste an. Nimm auch gleich mal die Pumpgun. Die ist ja ziemlich stark. Zurück, zurück, zurück. Rückzug. Da kommen die schon angesprintet, die Gaylords. Ah, Weste über. Hm. Ihr kleinen Schlitzaugen, ey. Unglaublich. Ah, Brille auf. Let's go. Von wo? Von da hinten. Ducken. Tschüss. 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 Der erste, der zwei Pumpgun-Schüsse aushält. Nicht schlecht, Herr Specht. Munition aufgenommen, sehr gut. Betäubungsgranaten behalte ich mir vor für unseren späteren Einsatz. In der Küche. Wir kennen ja die Mission jetzt ja einigermaßen. Ich duck mich mal. War das ein Headshot mit der Pumpe? Ja, war's. So, das Ding kommt auch nochmal weg. Aber nicht mit der Pumpe. Und nicht abwerfen, sondern dann nehmen wir die Raptor. Nachladen. Ich werde jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich echt keine Lust habe, das Ganze hier nochmal zu machen. Wir haben jetzt lang genug gebraucht für die Mission. Jetzt bin ich auch ein bisschen gesättigt, was das angeht. Hier kann ich ja gefahrenlos vorbeigehen. Stopp, stopp, stopp. 007, stopp. Nicht zurück. Jetzt. Der braucht zu lange. Das war's. Stopp, stopp, stopp. Das blitzt gleich, glaube ich, nochmal. So, jetzt rüber. Aber das Ding darf man nicht unterschätzen. Das gibt auch ganz schön Schaden. So, runter da. Nicht mit der Pumpe, sondern am besten mit einer kleineren Waffe. Damit wir noch Munition sparen. Das reicht schon. Ich stand zu nah dran, hat wieder Schaden gegeben, weiß ich, fürs nächste Mal. Hoffentlich gibt es kein nächstes Mal, aber ich weiß es trotzdem. Tür auf, die wir vorher nicht gesehen haben. Und jetzt arbeite ich erstmal mit der Raptor weiter. Lad nochmal nach. Hab keine Muni mehr. Nimm also dann doch erstmal die Pumpe wieder. So, und jetzt mache ich keinen langen... Das geht doch, ich duck mich. Ich mache es auf die gleiche Art nochmal. Ich stimme gleich ab. Oder auch nicht. Umdrehen. Geisel befreit. So, Himmel, Herrgott. Die Tür finden, okay. Wir hatten ja vorhin schon was gehört von einem Drachen und einem Drachenmaul. Ich schätze mal, hier wird es weitergehen. Oh, ein Speicherpunkt. Herrlich. Also die Mission finde ich jetzt nicht so berauschend. Also die finde ich auch von der Aufmachung her nicht so gut. Weil man sieht halt fast nichts gut, dafür hat man die Brille, aber auch mit der Tür. Ansehen der Gefahrung. Lucero! Shiranai Hito des! Dare da? Yatsu, taskete no! Shiranai Hito des! Omae ni kiten na! Hanasu! Sotoko shinimasu! Unter der Treppe ist die Geisel.
eins von zwei Geiseln befreit. So, dich haben wir auch nochmal. Pumpgun. Pumpe, sehr schön. So. Ab nach oben. Da sind wir noch mehr Herrschaften. Ausgeschaltet, sehr schön. Schutzweste habe ich noch. Da liegt eine, merken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Falscher Knopf. Nachtsichtbrille wollte ich haben. Hier geht's also aufs Dach. Okay, alles abgesperrt. Wir können hier uns nur in diesem Bereich sozusagen bewegen. Die Frage ist jetzt ja nur, wenn wir hier runterspringen. Wie weit bringt uns das letzten Endes? Oder landen wir da in der Sackgasse vielleicht? Ich weiß es nicht. Hier geht's wieder rüber. Ich höre auch die ganze Zeit einen Sniper, der wie wild hier rumschießt. Ich würde gern wissen, wo er ist, aber ich sehe ihn nicht. Aber er sieht mich, er trifft mich auch. Und das war's. Oh, Leute. Meine Nerven sind dünn. Ich habe wenig Lust, diese Mission wieder von einem Startpunkt aus zu spielen. Auch wenn wir schon einen neuen Speicherpunkt haben. Aber ich bin froh, wenn das Ganze hier vorbei ist. Das ist nichts für mich. Neuer Auftrag! Die Diener retten. Ja, das haben wir doch schon mal gemacht. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist eine Tür. Ich muss jetzt alles mit X antackern. Weil es könnte sicher eine Wand bzw. Tür hier öffnen. So, hier geht's weiter. Auf Wiedersehen, Spasti. Die hat einfach nur so rumgehockt. Also hier war ich noch nicht. Es ist auch extrem unübersichtlich. Also ich finde mich hier... nicht allzu gut zurecht. Aber ich weiß jetzt schon mal, wo die Gegner sind. So. Sniper. Ich weiß nicht, wo du bist. Sehe ich dich jetzt gleich. Da. Haben wir noch unser Präzisionsgewehr. Bitte. Nein. Nein, haben wir nicht. Mit der Pumpe kommen wir da auf jeden Fall nicht hin. Raptor, komm. So. Und ich sehe da drüben ein offenes Fenster. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, da müssen wir hin. Eieieiei. So, irgendwie... dadurch, dachte ich, aber nein. Da drüben kann man rein, aber da kommen wir, glaube ich, in das Schlafzimmer. Weiter geht's. Im Kampf. Scheiße. Die Tür hinter mir ist wieder zugegangen. Das heißt, ich habe keinen Rückzugsort mehr. Halb so wild. Ich höre schon jemanden rumbrüllen. Ich glaub's nicht. Da war eine Leiter. Aktionstaste. Warte mal, ich öffne die Tür gleich. So. Es wurden noch nicht alle Geiseln, noch nicht alle Aufgaben erfüllt. Ja, ja. Also eine Geisel fehlt noch, aber hier gibt es eine Leiter. Die wird uns wahrscheinlich zu einer führen. Ich glaube, hier gibt es nur Fallschaden, wenn ich hier runterkrache. Ach, da oben haben wir noch mal eine Weste, glaube ich. Vorsichtig. Ich habe keine Lust, hier runterzufallen. Ich hätte eher Interesse, mein Leben etwas aufzufüllen. So, Panzerung aufgenommen. Und hier geht's weiter aufs Dach. Okay. Und hier kann ich die Brille wieder abnehmen. So, wegdrehen. Oh, und ich bin selber geflasht. Wieso? Oh, ich glaub's nicht. Was soll denn der Mist? Oh, ist das eine blöde Mission. Ist das eine blöde Mission? Also sowas.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie früher so blöd war. Also das ist ja echt richtig schlecht gemacht. Ich werf da eine Flash rein. Und dann macht er sich hier gleich, verabschiedet er sich schon mal. Die Geisel hier. Das gibt's doch gar nicht, oder? Das ist doch echt sehr, sehr dürftig. Muss ich da gleich reinjumpen und wieder wild um mich ballern? Oder wie? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Auf Wiedersehen. Nicht auf Wiedersehen, nein, nicht auf Wiedersehen. Ja, schieß ruhig, schieß ruhig. Ich hab ja... Lad nach. Lass dir Zeit, wir können normal anfangen. Oh Leute, echt. Echt jetzt. Tschüss. Ich meine, ich weiß jetzt ja, wo die stehen, aber der Spaß ist echt vorbei jetzt. Ich sitze hier schon eine Ewigkeit an dieser Mission. So, aber kein Geflame mehr, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir Nägel mit Köpfen machen. Ansonsten kommen wir hier nie weg. Wir bräuchten etwas genaueres. Ist er tot? Ja. Er ist nur nicht runtergefallen. So, eine Geisel haben wir befreit. Check. Die andere Geisel müssen wir noch befreien. Aber erstmal clear ich hier die Lage. Sehen. Oh Gott, bin ich angespannt mittlerweile. Boah, ich sag auch gar nichts mehr. Ich habe echt wenig Lust, das normal zu machen. Wir haben noch genug Schutzweste. Gehen aber trotzdem hoch, damit wir auf den Vorsprung kommen und durch den Vorsprung wieder durchs Fenster können und durch das Fenster oben gleich reinspringen. Ich werf einfach eine Flash rein. Warte. Nein, ich spring gleich ganz rein. Pass auf, ich nehme gleich die Schutzweste mit, weil ich glaube, das ist das Letzte, was wir noch zu tun haben. Dann sind wir durch. Und dann springe ich einfach rein. Ich springe da einfach gleich rein und dann haben wir alle Ruhe. In der Hoffnung, dass ich die dann alle schnell genug tot kriege. Ich behalte auch gleich die Pumpgun. Und dann hoffe ich mal, dass ich da direkt Nägel mit Köpfen machen kann. Geisel befreit. So. Andere Leute noch hier anwesend. Ah, ist noch jemand? Hallo? Da ist noch jemand? Ich darf jetzt die Geisel nicht töten. Also hoffentlich stellt die sich nicht so hin, dass man durch sie durchschießen muss, um andere Leute zu treffen. Oder dass sie Kugeln abkriegt, die abgelenkt werden. Die Geisel ist gerettet. Ich würde jetzt gerne wieder raus. Und ich würde auch gerne wissen, welche Wand jetzt hier wieder eine Tür darstellt. Das ist zum Beispiel hier eine Tür. Ist aber nur ein kleines Zimmer. Ist auch eine Tür. Ist aber nur ein Laptop. Hast du gerade... Versteckt sich da ein Mensch als PC oder was? Habt ihr es auch gehört? Hat so ein keuchendes Geräusch gemacht. Nachladen nicht vergessen. Ist immer besser, wenn man Munition hat. So. Hoffentlich war es das jetzt. Drückt mir die Daumen. Ich möchte jetzt hier gerne wieder raus. Ich muss nur noch wissen, wie. Das sind auch Türen? Nein, das sind keine Türen. Doch. Das ist wohl eine Tür. Oh Gott, oh Gott. Und hier geht's wieder weiter. Sehe ich das richtig? Steht da noch jemand? Ja. Da habe ich jemanden gesehen. Nee, es war nur ein Schatten. Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen. Weiter geht's jetzt. Direkt vor die Tür wieder. Wieder rein. Na, Aktionstaste so. Und jetzt haben wir, glaube ich, einen Checkpoint. Oh, oder? Es wurden noch nicht alle Aufgaben erfüllt. Nein, was fehlt da noch? Inhalt des Drachensafes sichern. Oh, es ist hier noch irgendwo der Drachensafe. Bitte mach, dass es ein Ende hat. Okay. Der Drachensafe. Welche Tür geht hier jetzt wieder auf? Leute, ich will hier raus. Das ist eine Tür. Echt, ey. Habe ich nicht am Anfang des Let's Plays sowas gesagt, wie Spiel des Herzens, tolles Spiel, gute Erinnerung und so weiter? Ich revidiere das. Das ist ja wohl unfassbar. Ja, wo ist denn hier jetzt ein Drache? Das würde mich doch interessieren.
Hallo? Hallo? Von wo? Von da. Ich glaub's, wir sind gleich wieder tot. Tschüss. Wo geht es hier weiter, Leute? Ich brauche jetzt diesen Drachensafe. Verdammte Axt. Das gibt es doch gar nicht. Geht's hier hinten irgendwie weiter, wenn ich einmal rumrenne? So, die Tür kenne ich ja, aber geht's hier irgendwie weiter? Ist hier noch eine... Ist das eine Tür? Kannst du aufgehen? Kannst du aufgehen? Alles dicht. Verdammt. Alles dicht, nur ein Vorhof. Oh Gott, oh Gott. Jetzt natürlich wieder das Rätsel. Welche Wand ist eine Tür? Nein. Bitte. Nicht sterben. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Wir haben alles. Ich geh schon. Lass mich bitte leben. Bitte keine neuen Leute. Echt nicht. Ich muss jetzt hier raus. Ich will jetzt zum Checkpoint. Sofort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Leute, ich bin so angespannt, dass ich jetzt hier noch einen auf die Omme kriege und dann abnippel. Ich habe echt wenig Lust, jetzt nochmal den Kram zu machen. Also dann mache ich erstmal einen Break, eine Pause. Tür. Yes! Ah, Gott sei Dank. Aber immer noch nicht vorbei. Wir müssen das noch zu Ende bringen. Lassen Sie uns gehen. Was ist mit Kiko? Haben Sie sie gesehen? Sie ist ein großes Mädchen. Ich bin sicher, sie kann auf sich aufpassen. Na. Alter. Warten Sie hier. Lassen Sie uns gehen. Was? Auftrag ausgeführt? Also das ist doch wohl nicht den Ernst. Wie soll ich denn mit dem besten Restleben hier gegen so eine Bestie kämpfen? Leute, Wiederholung. Hoffentlich mit mehr Leben. Ja, kenne ich den Skript. Gleich Brille aufsetzen. Ich verstehe es nicht. Schocken! Wir haben doch einen Stromschocker. Wiederholung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der wird doch nichts benutzen bei dem Typen, oder? Der hat doch, was weiß ich, ey, was der anhat. Der ist doch komplett bekleidet mit allem drum und dran. Das wird doch Schockwaffe. Der ist nicht bereit, sich schocken zu lassen. Kann mal knicken. Das ist unglaublich. Rasierer... Was soll ich machen gegen den? Kopfschüsse oder ich kann ihn, weiß ich, wir soll ich den flashen oder wie? Ah, nicht Neustart. Vielleicht bewegen, vielleicht irgendwie ein bisschen Action machen, aber der trifft mich, glaube ich, sowieso. Vor allem, ich habe ja auch null Auto-Aim, ich kann jetzt ja auch irgendwie wenig ausrichten. Hier auch kein Boss-Level oder so angezeigt. Yes! Yes! Ich glaube, das war's. Die Codekarte, die sie in meinem Safe gefunden haben, wird sie zu den Nightfire-Beweisen führen. Das Phoenix-Gebäude in Tokio. Tokio?
Sie brauchen das Kennwort für das System. Es lautet Afterburn. Ich dachte, die Beweise wären hier, Mayu. Eine kleine Rückversicherung, damit ich am Leben bleibe. Hat mir nicht viel genutzt, wie? Ich wurde aufgehalten. Sei froh. Alex! Ich muss die ganze Drecksarbeit machen. Drake wird dafür bezahlen, das verspreche ich. Kiko, Sie sind hier nicht sicher. Kommen Sie mit. Schön, dass du nicht gleich wieder angefangen hast, rumzufummeln. Glückwunsch. Also Leute, wir haben es. Wir haben eine Bronzemedaille. Zu Recht. Es war sehr hakelig. Ich glaube, wir sind hier mehr gestolpert als gegangen. Was soll ich sagen? Ich bin froh, dass der Mist vorbei ist. Die Mission hat mir gar nicht gefallen. Ich gebe 2 von möglichen 10 Sternen. Was soll ich sagen? Weiter geht's. Ich glaube, das war dann auch irgendwie so eine Art Tiefpunkt. Belohnungskarte, Mayu, ja, schön. Und auch nichts irgendwie freigeschaltet oder so. Ich glaube, mit der Punktzahl kann man sich da auch nicht mehr erhoffen. Nachtschicht ist die letzte Mission. Die nächste Mission, die wir spielen werden. Ich mache erstmal eine kleine Pause. Ich glaube, die ist auch langsam mal notwendig, nach dem ganzen Geraffel eben gerade. Wir sehen uns dann, wenn es heißt Nachtschicht. Bis dahin, mach's gut. Und bis zur nächsten Episode bei James Bond 007 Nightfire. Tschüss!